Hallo, heute gibt es mein kleines Get Ready with Me in der Vogue Edition, denn ich befinde mich in einer wunderschönen Location und dachte, ich zeige euch mal, wie ich mich im Urlaub so schminke. Und das ist einmal der fertige Look. Aber wenn ihr sehen wollt, wie ich dann den erreicht habe, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall weiterschauen. So, als erstes mache ich natürlich meine komplette Hautpflege. Diesen Teil überspringe ich, denn ich habe hierbei ein komplettes Video für euch abgedreht über meine Skincare. Dort zeige ich euch alles, was ich für meine Haut verwende. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Tutorial. Da ich im Urlaub und allgemein im Sommer kein Make-up trage, habe ich mir hier eine Alternative zugelegt, und zwar die getönte Sonnenschutzcreme von Nivea. Die liegt wirklich super leicht auf der Haut. Sie deckt auch wirklich sehr leicht ab, aber reicht dafür, um Pigmentflecken, Pickelmale und sonstige Unreinheiten auf dem Gesicht abzudecken. Ich finde, das sieht wirklich richtig gut aus. Ich mache hier weiter mit den Augenbrauen. Ich benutze hier einfach so ein Gatouille-Augenbrauen-Gel, um die Augenbrauenhärchen einfach so ein bisschen durchzubürsten und in Form zu bringen. Weiter geht's mit der Kontur. Hier benutze ich einmal so einen Strobe-Brow-Stift, aber die benutze ich jetzt als Kontur. Das ist eigentlich für alles gut. Wenn man uns erkennen kann, benutze ich das wirklich fast für alles. So, nachdem ich die Kontur jetzt leicht verblendet habe mit dem Beauty Blender, gehe ich über zum Blush. Hierzu benutze ich einmal den Target Tourmaline Blush in der Farbe Glowgasm. Jetzt verblende ich einmal mit so einem Pinsel. Ist eine sehr schön natürliche Farbe, die einen leichten Glow erzeugt, aber der Glow reicht mir nicht, deswegen benutzen wir auch nochmal den Highlighter von derselben Marke in der Farbe Hollywood. Auch auf der Nasenspitze. Okay, unter dem Augenbrauen und im Augeninnenwinkel auch. So, wir gehen damit echt überall mit dran, um alles zu highlighten, was gehighlightet werden muss. Und das Ganze verblende ich einmal mit diesem Finger. Ach, ich versuch's mal mit den Fingern. Wow, das sieht richtig, richtig schön aus. Vor allem, wenn man so schön gebräunt ist. Und ich glaube, ich verstärke den Blush noch mal ein bisschen mit dem Longwear High Impact Stick Blush von Moisture. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sieht das so aus. Habe ich aus der Drogerie. Das Ganze blende ich einfach noch mal ein. So. Nun kommen wir zu den Puderprodukten. Nachdem ich alles cremige und flüssige aufgetragen habe, komme ich immer zu den Puderprodukten, um alles nochmal zu festigen, sodass es auch wirklich da bleiben soll, auch wenn ich hier schwitze. Das ist halt umso wichtiger, das Ganze sozusagen nochmal zu versiegeln, und das geht mit Puderprodukten am besten. Und das Make-up wird auch unten fest. So, das ist einmal ein Bronzer von Maybelline. Ich liebe den. Das ist auch schon bereits meine zweite Packung bekommen. Dasselbe mit den Highlightern. Da benutze ich einmal den von Wet n Wild. Gehe ich nochmal über den Highlighterbereich. So, nicht so viel, weil der ist sehr stark. Nasenrücken und Nasenspitze. Oberlippenbereich. Im
Augeninnenwinkel lasse ich das erstmal deutlich, oder? Ne, ich lasse es nicht, ich mache es so. Und zum Schluss nochmal Blush in Form von Puder. Das reicht jetzt auch. Die Base ist aufgetragen. Ich verblende das Ganze mal ein bisschen mit Matschstein. So. Und dann können wir uns auch schon in die Augen kümmern. Da werde ich die Wimpern erstmal schön biegen müssen. Und das sehr, sehr lange. Weil ich halt sehr gerade verlaufende Wimpern habe. Ohne Schwung, ohne nichts einfach. Deswegen wird das Ganze jetzt ein bisschen dauern. So, nachdem ich meine Wimpern nun kaputt gebogen habe und sie jetzt da bleiben, wo ich sie haben möchte, gehe ich nochmal mit einer Wimpernschuhe drüber. Hier als Tipp, je trockener eure Wimperntusche ist, desto besser könnt ihr eure gerade verlaufenden Wimpern tuschen. Wenn ihr Wimpern mit Schwung habt, dann ist es egal, welche Mascara ihr verwendet. Aber bei geraden Wimpern eignen sich solch trockene Wimperntuschen am besten. Denn so bleiben eure Wimpern da, wo ihr sie hingebogen habt und fallen nicht direkt runter. Jetzt lasse ich die so ein bisschen antrocknen und kümmere mich nochmal um andere Sachen in meinem Gesicht. Und zwar die Augenbrauen, da bin ich noch nicht fertig. Ich habe sie ja nur zurecht geformt, aber ich habe sie noch nicht, nochmal aufgefüllt. Und da benutze ich einfach irgendeinen Augenbrauenstift von Essence oder von wo ist der? Der ist von, keine Ahnung, bestimmt Essence. Da gehe ich nochmal über die Augenbrauenhärchen drüber und fülle sie ein bisschen auf. So, seht ihr den Unterschied? Ich habe da nur ein bisschen drüber gekritzelt und schon sieht die Augenbraue viel voluminöser, wohlgeformter aus und einfach, als hätte ich schöne Augenbrauen. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ich gebe mir bei meinen Augenbrauen auch nicht sehr viel Mühe. Ich finde, ja, das, was ich jetzt mache, reicht vollkommen aus. Einfach ein bisschen Gel drauf und Farbe. Das war's. Es ist so warm. Okay, gehen wir nochmal mit dem Tattoo Brow Stift über meine Lippen. Ich liebe diese Farbe. Ich verblende das Ganze dann mal mit dem Finger. Gehen wir doch mal über zu den Wimpern. Da biege ich nochmal mit der Wimpernzange drüber. Ich weiß, man soll das nicht machen. Falls ihr empfindliche Wimpern habt, macht es nicht. Denn so soll die wohl noch stärker abbrechen und ja, ist halt nicht gut für die Wimpern. Aber ich habe leider keine andere Wahl, da sie so gerade verlaufen muss. Nehme ich irgendeinen Eyeliner und mal mir einen Wing. Ich liebe es. Ich liebe den Effekt, den ein Eyeliner erzeugt. Deswegen kann ich auch gar nicht ohne Eyeliner. Love it. So. Schon wirken meine Augen viel, viel größer. Aber die werden halt noch viel größer werden, denn ich werde mir Wimpern aufgeben. Und zwar benutze ich einmal irgendwelche. Und ich benutze nicht die kompletten Wimpern, sondern nur immer die Enden. Die schneide ich mir dann immer so zurecht, dass ich mir das Ganze dann am Ende von meinem Auge ankleben kann. Und ja, ich benutze ja auch keinen besonderen Wimperkleber, sondern es ist irgendein Wimperkleber, der bei irgendwelchen Wimpern mal dabei war. Da trage ich den Wimperkleber einfach auf, lasse das Ganze antrocknen und klebe sie mir dann erst auf. Ich habe mir jetzt meine Haare weggesteckt und werde mir jetzt die Wimpern ansetzen. Der Kleber ist leicht getrocknet und obwohl wartet. Bevor ich das Ganze mache, biege ich mir die Wimpern nochmal. Ein allerletztes Mal. Und jetzt kann ich die Wimpern kleben.
Und ihr werdet gleich sehen, was für einen riesen Unterschied diese Wimpern machen, auch wenn es nur die Enden sind. Und ich setze sie hier am äußeren Augenrand an, leicht versetzt, damit mein Auge hier auch optisch verändert wird. Das Make-up ist auch schon fast fertig. Ich muss nur noch meine Lippen korrigieren. Da benutze ich meinen absoluten Lieblingslipliner von Alberde in der Farbe Rosewood, aber ich finde den nicht mehr. Ich habe nur noch so wenig. Eine wunderschöne Farbe, echt. Danach benutze ich noch einen Lipliner von Alberde. Ebenfalls in der Farbe Rosewood, glaube ich. Ja, die heißen alle Rosewood schon seit Jahren. Ich weiß nicht, wenn ihr euch meine älteren YouTube-Videos anguckt, da habe ich auch Lipliner verwendet mit dem Namen Rosewood. Spitzen. Oh, der bröckelt so stark. Oh Mann. Ich weiß nicht, was mit meinen Lipliner hier los ist, aber ich glaube, die können diese Hitze nicht standhalten. Das mit den Lippen will irgendwie nicht klappen, aber das macht nichts. Jetzt benutze ich einfach irgendein Lipgloss in dieser Farbe. Der ist von Kiko, aber auch hier, egal welche Marke, von welcher Marke ihr euch seid, Lippresse rot in dieser Farbe, die werden immer funktionieren. Und halten tun sie eh alle nicht lange, deswegen verschwendet euer Geld nicht für irgendwas. So. Und das ist einmal der fertige Look. Da ich jetzt so viel schwitze und allgemein auch zu Hause, egal wo ich mich schminke, komme oder nicht, ich gehe nochmal einige Schritte nochmal durch, um das Make-up ein bisschen zu perfektionieren. Zum Beispiel mit dem Highlighter gehe ich nochmal in meine Nase drüber. Hier. Und ganz wichtig, deswegen ist mein Bronzer auch immer so schnell leer. Ich gehe mit dem Bronzer über das Gesicht, um das Make-up ineinander verschmelzen zu lassen. Endgültig. So. Ich gehe nochmal über die Kontur, um diese wieder zu verstärken. Hier nochmal. Meine Ohren und natürlich im Stirnbereich, denke ich auch. Und das war's. Mehr mache ich auch nicht. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Produkte, die ich verwendet habe, werde ich unten in der Videobeschreibung nochmal für euch verlinken. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!